und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in den letzten Tagen haben wir uns hier ausgiebig mit dem U-Bahn-Bau bzw. mit der Verlängerung der Linie U1 beschäftigt und diese verkehrt jetzt von Leopoldau bis Oberla und ich finde, das ist uns ausgesprochen gut gelungen und auch ein bisschen Stadtplanung konnten wir im Raum Räumernplatz in Favoriten sozusagen tätigen und das Ganze ein bisschen schöner bzw. ein bisschen mehr dem Original entsprechend vorkonstruieren. Ja, ich sollte jetzt auch mittlerweile die letzten Kommentare beantwortet haben. Es hat sich ja in den letzten Tagen ein bisschen das Ganze angesammelt, angestaut und ich habe mir Zeit genommen und versucht, alle Kommentare zu beantworten. Also, es sollten jetzt auch wieder alle Kommentare sozusagen beantwortet sein. Was habe ich heute vor? Ich möchte dir heute etwas zeigen und zwar hat sich etwas getan bei der Vienna Fever Mod, speziell mit der Straßenbahn. Und zwar schauen wir sich jetzt einmal schnell an. Dazu suche ich mir mal schnell dieses Teil hier. Und zwar machen wir mal kurz Pause. Gibt es jetzt neue Straßenbahnmodelle? Es sind da ganz, ganz viele Straßenbahnmodelle dazu gekommen. Und zwar gab es ja bisher immer nur den Wiener Typ E mit der Zierspitze. Und jetzt gibt es auch den E1 C3. Ist auch noch nicht die modernste Variante davon, da gibt es noch eine modernere Variante, aber ich wäre dafür, dass wir jetzt einfach einmal den ersetzen und sich das kurz anschauen und siehe da, es ist ein bisschen moderner als die vorhergehenden Modelle, die wir hatten. Man allen voran, dass die Linie 49 da jetzt drauf ist und nicht die Linie D, aber mir gefällt das ausgesprochen gut, dass sich da ein bisschen etwas getan hat und ja. Aber der absolute Höhepunkt des Ganzen, das ich unbedingt hier zeigen möchte, ist, dazu sucht man sich wieder so ein Teil hier. Es gibt jetzt nämlich auch den E2. Und zwar, das ist der E2 und C5. Das ist der mit der Schwenkstufe. Und jetzt haben wir die Teile auch. Und zwar mit der Linie 71 beschriftet. Vielleicht kommt ja irgendwann einmal noch ein Update, wo das dann mit der Common API zusammenarbeitet, wo man dann ja die Linienanzeige selber verändern kann. Das ist zwar noch Wunschdenken, aber warum nicht? Vielleicht ist es ja doch irgendwann einmal möglich und dann kann man das auch einsetzen. Aber auf jeden Fall, der E2 hat es jetzt endlich ins Spiel geschafft und das ist ausgesprochen gut. Das heißt, wir werden jetzt einmal ganz schnell unsere Straßenbahnen anschauen. Und zwar würde ich gerne auf der Linie 5, beziehungsweise wie können wir das am besten machen? Wir gehen da mal dahin und drücken wir da drauf, sagen Fahrzeuge verwalten. Dann nehmen wir mal alle E's, alle Zierspitzen E's und ändern die mal auf E2 C5. Dann haben wir da schon ein bisschen moderneren Fuhrpark. Dasselbe machen wir natürlich auch bei der Linie 25. So, genau. Bei der Linie 26 würde ich gerne. Da würde ich gerne nur die hier ersetzen und dafür den. Dieses Teil hier würde ich gerne mit dem neueren E1 machen. Ja, die Linie 30. Die Linie 30, da würde ich dann schon gerne auch so arbeiten. Und zwar machen wir das so und dich machen wir noch einmal mit dem hier. Die Linie 31, da habe ich vorher schon ein bisschen experimentiert, darum ist da schon E2 drinnen. Die Linie 31 bekommt nur die E2. So, jetzt sind wir dann schon drüben auf der drüberen Seite. Die Linie, da würde ich das gerne so machen, dass wir sagen, okay, dich ersetze ich mit noch einem Typ Ulf. Und dich würde ich gerne mit einem Solo 2 bestücken. Gibt es nämlich auch als Solo-Version. Und dann fehlt uns noch die Linie 38.
und die Linie 38, die haben wir nur mit Niederflurstraßenbahnen besetzt und das lassen wir auch so, wobei wir könnten eigentlich den einen mit einer E2 bestücken. Genau, dann haben wir das auch. Dann ist das soweit erledigt und da sehe ich jetzt gerade, dass da ziemlich viel hintereinander sind. Ah, das liegt daran, dass gerade die Busse wieder unterwegs sind. Und dann hätten wir das soweit auch erledigt. Und dann starten wir mal mit dem neuen Experiment, nämlich ich möchte jetzt ein bisschen Timelapse machen und zwar das Ganze nachvertonen. Also das ist das erste Mal, dass ich mich überhaupt an sowas ranwage. Ich hatte es ja schon mal vorgehabt, auch bei City Skylines, aber da habe ich dann auch noch nicht die Zeit gefunden. Ich habe mir heute gedacht, ich nehme jetzt mal die Zeit und werde das Ganze als Timelapse. Ja, sonst wäre die Folge nämlich über 1,5 Stunden lang geworden und ich habe mir dann gedacht, okay, dann schneide ich das jetzt zusammen und werde das Ganze in Ruhe ja, dir erklären, was ich genau vorhabe. Also das erste, beziehungsweise die erste Idee, die ich hatte, ist, dass ich mal alles rund um die Brünnerstraße beziehungsweise um die Brücke und um den Bahnhof Wien-Brünnerstraße abreiße, um mir mal Platz zu schaffen, um dann das große Krankenhaus zu bauen, denn dort steht ja das Krankenhaus Nord und ich habe mir überlegt, dass ich das Krankenhaus Nord da auch hinplatziere, dank der Mod von Siri, beziehungsweise Siri hat ja viele Mods und Assets gebastelt schon und die hat jetzt eine neue Mod rausgebracht mit so Lagerhallen und so ja, Bankgebäuden beziehungsweise sage ich jetzt mal Bürogebäuden und die in Kombination zusammengestöpselt ergeben dann das Krankenhaus. Man sieht dann gleich, wie ich das Ganze baue. Jetzt im Moment bin ich immer noch in der Nähe des Franz-Jonas-Platz bzw. des sogenannten Pius-Pasch-Platz. Und dann ist mir aufgefallen, eigentlich möchte ich ja gleich auch üben mit den Gleisen. Und so habe ich mich dann entschlossen, die Gleise nochmal abzureißen und neu zu setzen, damit das Ganze ein bisschen besser zusammenpasst. Ich habe mich dann bewusst entschieden, die Gleise, also mit der neuen Gleismod zu machen, beziehungsweise die Gleismod ist ja schon länger, und zwar ist das die Gleismod von Rheingold, und zwar die bietet dir die Schienen ohne Oberleitungsmasten, somit können wir uns dann die Oberleitungsmasten selbst setzen, und das war eigentlich auch das Ziel, das ich dann am Wiener Hauptbahnhof gerne verwirklichen möchte. Ja, um das Ganze dann eben mit einem Damm aufzuschütten, habe ich mich dann auch entschlossen, ein bisschen tiefer runter zu graben. Und jetzt ist mir dann aufgefallen, dass mit den Oberleitungsmasten generell etwas nicht gestimmt hat und deswegen habe ich da mal ganz kurz einen Blick über die Karte geworfen. Da habe ich mich jetzt dann endlich entschieden, die Dämme zu nehmen und bin darauf gekommen, dass es da noch welche gibt mit einem Rand und deswegen nehme ich dann nochmal die Dämme bzw. nehme diese Dammaufschüttung mit den Rändern. Auch hier wieder kein Gleis bleibt bei dem anderen. Ich habe das alles bewusst abgerissen, um es neu zu bauen. Jetzt werde ich dann gleich wieder beginnen, etwas tiefer runter zu graben. Genau, denn sonst bekommt man diese Dammaufschüttung nicht zusammen. Da habe ich jetzt noch experimentiert mit diesen Gleisteilen, also wo keine Schienen sind, sondern einfach nur die Schotterbette oder das Schotterbett. Und zwar habe ich mich dafür entschieden anfangs, weil ich mir gedacht habe, wenn ich ein Schotterbett, ein Gleisbett drüber ziehe, dann kriege ich vielleicht auch diesen Damm komplett zu, aber das ist mir dann nicht gelungen. Und das nächste Problem, das ich hatte, war, dass sich plötzlich dieses Teil gar nicht mehr abreißen ließ. Dann habe ich mir gedacht, warum geht das jetzt nicht weg? Ja, und dann habe ich es natürlich quasi mit dem Upgrade-Tool überarbeitet und so habe ich das Ganze dann hinbekommen. Dann habe ich mir
die Teile wieder ein bisschen rausgekürzt mit Behelfsstraßen, dass ich da eine schönere Brücke zusammenbekomme. Das hat auf Anhieb auch gleich funktioniert. Und dann habe ich mich entschieden, da so eine Stahlbrücke drüber zu ziehen. Dann hatte ich den Teil eigentlich auch schon so weit abgeschlossen. Alles auf eine Länge gebracht. Dann wieder das Ganze glätten, dass es eigentlich gut aussieht. So, dann war die Herausforderung, nämlich, genau, man sieht es jetzt, dass man das hier zusammenschließt. Und zwar aus dem Bahnhof Floridsdorf kommend, Richtung Wiener, Richtung Gänserndorf, ist ja eine Unterführung, damit es da eben zu keinen Gleiskreuzungen kommt, die irgendwie den Verkehr beeinträchtigen, also somit, dass der Bahnhof Floridsdorf mehr Züge aufnehmen kann, gibt es da so eine Unterführung, die hatten wir ja ursprünglich schon und ich wollte die eigentlich selbst basteln und habe dann da mal versucht, das dann zu verwirklichen. Vorher habe ich aber noch ein Stück Damm verwendet, damit das Ganze dann einen schönen Abschluss hat. Da habe ich es jetzt nochmal probiert, mit M und mit N abzusenken, aber das ist mir dann auch nicht gelungen. Dann habe ich versucht, das Ganze als Tunnel zu bauen. Dann hatte ich zwar diese Unterführung bzw. das Teil, so wie ich es haben wollte. Allerdings, man kann sich vorstellen, es ist mir dann nicht gelungen mehr, aus der Erde rauszukommen. Dann habe ich wieder überlegt, wie könnte ich das jetzt noch am besten basteln? Kann ich es nochmal mit M und mit N probieren? Und dann habe ich auch überlegt, ob ich da vielleicht nicht aufschütten soll. Und im Endeffekt habe ich mich dann wieder dafür entschieden, dieses Teil hier zu verwenden. Das Ganze noch gerade. Und dann auch wieder zusammengeschlossen. So, dann habe ich das erste Mal schon überlegt, ich muss ja eigentlich auch Weichen einsetzen, beziehungsweise ich muss ja auch Weichen planen. Und dann war eigentlich schon wieder so eine kleine Herausforderung. Zuallererst, wie komme ich daran vorbei? Und dann hatte ich schon wieder das nächste Problem bzw. die nächste Herausforderung, wie kriege ich das dann hin, ohne dass diese lästigen Mauerteile dann im Weg stehen. Also wieder das Ganze absenken, neue Dämme drüber ziehen. Und ich glaube, wenn ich das nicht als Timelapse gemacht hätte, dann wäre wieder mal selbst der hartgesottenste Fan auf meinem Kanal, dem wäre wahrscheinlich das Gesicht eingeschlafen. Aber das ist dann relativ gut gegangen. Nachdem ich die Dämme neu gesetzt habe, habe ich auch diese Zufahrten besser hinbekommen und dieses ganze Weichenwerk da verändert.
Da musste ich das noch einmal kurz setzen, weil es sich nicht ausgegangen ist, was ich gerne gemacht hätte. Nämlich das war um ein ganz ein kleines Stück war das zu viel oder zu knapp zusammengesetzt und deswegen habe ich das dann nochmal neu gemacht, damit wir mit den Gleisen vorbeikommen, denn ich brauche ja zukünftig da auch den Platz für das Depot, das wir ja abgerissen haben. Das kommt ja auch wieder hin. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir den Bau des Depots dabei haben. Ich glaube, der ist nicht dabei, aber das ist nicht großartig. Ich habe nicht so ein großes Depot mehr gesetzt, sondern ich habe eher ein kleines gesetzt. Zumindest angedeutet, dass dort eben dieses Depot ist. Und dann habe ich da in kleinster Detailarbeit versucht, dieses Depotgleis zu setzen. Da war wieder dasselbe Problem mit dem Damm. Da sieht man dann, dass ich mir schon gedacht habe, das gibt's nicht, wieso habe ich das jetzt wieder vergessen? Hätte ich eigentlich nach den Dammgleisen gesucht. Es gibt nämlich Gleise, die haben keine Aufschüttung. Also die haben schon eine Aufschüttung, aber nicht so ein Damm halt, sondern die sind gerade. Und irgendwie, glaube ich, habe ich das nicht installiert. Und dann habe ich mich entschieden, das schnell nochmal neu zu bauen. Und auch hier dieses Teil. Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zusammen. Dann noch die Weichenverbindungen, damit man eben in die Also damit man eben ins Depot hineinkommt. Und somit ist es möglich, alle Gleise zu verwenden. Dann jetzt endlich der letzte Schliff mit dem Geländetool. Und dann muss natürlich der Bahnhof Brünnerstraße in Brünnerstraße weichen. Und da habe ich mich auch für diesen hier entschieden. Erstens, weil die moderner sind, weil die neuer sind und weil die genau das bieten, was ich möchte, nämlich einen Ausgang auf der linken und auf der rechten Seite, sowie natürlich auch den Mittelbahnsteig, denn der Bahnhof in Brünnerstraße hat einen Mittelbahnsteig. Es ist halt auch eine Spielerei, die immer wieder jetzt dann entstehen wird in nächster Zeit, denn ich habe ja österreichische Gleise mit österreichischen Oberleitungsmasten, aber im Bahnhofsbereich, speziell bei den Weichen, wir wissen ja alle, da baut sich das Spiel selbst irgendwie die Masten in die Gleisanlage hinein und deswegen muss ich halt dann immer wechseln zwischen Oberleitungsmasten, Gleise mit Oberleitungsmasten, Gleise ohne Oberleitungsmasten und die dann natürlich selber setzen. Das habe ich dann auch schon am Bahnhof Floridsdorf so gemacht. Ich weiß aber auch nicht, ob das in der Timelapse-Folge dabei ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe eh versprochen, dass ich in der nächsten Folge das komplette Endergebnis zeigen werde, gleich zu Beginn der nächsten Folge. Ja, und dann beginnen wir dann auch schon mit dem Bau des Krankenhaus Nord. Da habe ich mir gedacht, ich mache dann da so mit diesen kleinen Teilen so einen Haupteingangsbereich. Und dann habe ich gesehen, dass man die übereinander stapeln kann und habe mich dann entschieden, das mit diesem Teil hier zu setzen. Da sind ja ein paar, da ist eine Apotheke drin, da ist so ein kleiner Bäcker drinnen und natürlich auch eine Garage. Und ich habe versucht, das dann so irgendwie zu verwirklichen. Dann noch die Umkehrmöglichkeit, da ist auch eine Umkehrmöglichkeit für die Rettungsfahrzeuge, dass die eben wieder rauskommen und dann das Ganze noch mit Farbe ein bisschen bemalen und dann habe ich mir gedacht, okay, hey, ich kann ja das raufsetzen und habe die oberen Stockwerke, also die Bettenebenen aus dem Krankenhaus Nord dann mit diesen Teilen gemacht und dann, finde ich, hat das Ganze erst den richtigen Krankenhaus Nord Flair bekommen. Sieht jetzt schon richtig gelungen aus. Natürlich dann alles wieder bemalen.
und mit Zäunen absperren. Nicht, dass die Leute nicht rein oder raus können, sondern dass das Ganze ein bisschen abgegrenzt aus und etwas besser aussieht. So, dann haben die da hier im Krankenhaus Nord, habe ich mal angesehen, haben die so eine kleine Parkanlage, wo die Leute spazieren gehen können. Und da habe ich mir dann gedacht, warum ziehe ich da nicht einfach so Straßen? Dann kriege ich da ein bisschen Leben rein und das Ganze mit Besuchermagneten versetzt. So sollte dann eigentlich da ein bisschen Bewegung drinnen sein. Dann ein paar Bäume. Und vor allem Bäume, wo die Stadt selbst dann nicht anbauen kann. Und der Weg raus von der Haltestelle. Dann habe ich versucht, das Ganze hier zusammenzuschließen und ist mir eingefallen, das geht irgendwie gar nicht. Und dann habe ich das nochmal abgerissen und neu gebaut. So, dann die restlichen Flecken noch ausbessern. Und auch den Damm wieder ein bisschen bemalen. Und das Krankenhaus Nord sieht gar nicht so schlecht aus. Dann natürlich die Zugverbindungen wiederherstellen. Dann habe ich gemerkt, oh ja, genau, da passt was nicht. Erstens einmal, die Buslinie hat keinen Anschluss mehr. Das wieder zurückgegeben. Und dann war natürlich die Herausforderung, wie kriege ich die Gleise wieder zusammen, beziehungsweise wie kriege ich die Linien wieder richtig. Ich habe mir gedacht, okay, das wird jetzt länger dauern, aber dann war es doch nur immer ein Gleis, das ich umsetzen musste. Und alle Linien funktionierten wieder einwandfrei. Ja, man liest dann hier noch die Verschublinie Floridsdorf. Die funktioniert deswegen nicht, weil ja der Verschubbahnhof dann nicht mehr einsatzbereit ist. So, und dann ist da schon ein kurzer Cut, denn ich habe mir dann überlegt, hey, wir bauen noch ein bisschen schöner an der ganzen Stelle. Wenn ich schon dabei bin und so eine Timelapse-Folge mache, dann möchte ich dir das auch gleich zeigen. Und zwar habe ich mich da entschieden, mit der Dammbaum-Mod da ein bisschen das hier so abzuschließen. Und zwar so ein bisschen nach vor zu setzen, sodass diese Brücken auf einem schönen Tragwerk, auf einer schönen Tragfläche drauf sind. Das habe ich dann hier auch gemacht, bis ich dann endlich mal die richtige Länge gefunden habe. Das hat schon ein bisschen gedauert. Aber so hat es mir dann im Endeffekt gefallen. Sieht auch gut aus. Dann habe ich das Ganze noch bemalt. Die Wege noch abgesperrt. Und dann habe ich mich entschieden, entlang der Brünnerstraße zwischen der Brücke und dem Krankenhaus Nord noch ein bisschen, ja, auch ein bisschen Detailbau zu betreiben. Und zwar ist dort, sind dort zwei Firmen angesiedelt, zwei Autohändler. Einmal, glaube ich, die Firma Fiat und einmal die Firma Ford, glaube ich, die dort Verkauf und Werkstatt hat. Und dann habe ich mir gedacht, ich baue das gleich dazu, weil wir haben Ford-Fahrzeuge und wir haben Fiat-Fahrzeuge. Dann hat mich die Brücke noch ein bisschen gestört und das war dann natürlich wieder so eine kleine Mini-Herausforderung. Wie kriege ich die Brücke wieder zurück? Denn so wie ich sie haben wollte, hat das natürlich nicht funktioniert. Ich habe es auf mehrere Varianten probiert. Und das ist dann wieder gleich der klassische Spruch, never change a running system, hat sich da mal wieder bewährt, denn es gab dann Probleme, das Ganze wieder zusammenzuschließen. Überlegt und gedacht, wie kriege ich das jetzt am besten hin? Dann habe ich mich entschieden dafür, das mit so einer Aufschüttung zu machen. Darüber eine Abschutzrampe und den letzten Teil wieder mit einem Damm aufgeschüttet. Und das Ganze war dann fertig. Dann hat es mir ein bisschen besser gefallen. Dann habe ich mich da mal so durchgeklickt, was habe ich überhaupt alles für Teile, was kann ich alles verwenden. Bin dann aber doch wieder zu dem Schluss gekommen, ich wollte ja eigentlich die Autofirma da bauen
Offroad- bzw. die Autofahrzeughändler bauen. Eigentlich ist dazwischen auch noch eine Tankstelle. Ungefähr wo jetzt dieser Zaun war, wäre eigentlich noch eine Tankstelle, die ist aktuell stillgelegt. Aber ich habe jetzt nicht noch Tankstellen suchen wollen. Das kümmern wir sich dann in einer anderen Folge. Dann habe ich mir festgestellt, dass ich da so einen Würfel im Bild habe, den wollte ich wegreißen, aber dann habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt irgendwas abreiße, was ich nicht brauche, werde ich den Würfel lieber dort liegen lassen. Dann habe ich noch ein paar Ford-Fahrzeuge platziert, dann noch einen LKW, der gerade was anliefert und den Fiat-Händler mit diesen kleinen modernen Fiat-Fahrzeugen. Das Ganze ein bisschen Leben bringt. Ja, dann habe ich mir noch gedacht, okay, da baut die Stadt sicher dran und deswegen habe ich es ihr verboten mit diesen Kollisionsobjekten, die ordentlich eingestellt. Entlang der Aufschüttung und entlang der Straße, denn dort möchte ich selbst für mich noch etwas dazu bauen. Und das Ganze wieder bemalen. Rückseite habe ich mir gedacht, okay, da stehen auch immer ein paar Autos, dann werden wir die auch noch platzieren. Alte Autos, damit es einfach ein bisschen Leben bekommt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum nicht so Post-Trucks und ein paar DHL-Fahrzeuge. Dann habe ich das Ganze hier abgerissen, weil hier eigentlich auch ein so ein kleines Gewerbegebiet ist mit Möbelhaus und mit so einem Shopping-Center und ich habe mir gedacht, ich richte den Platz gleich her für zukünftige Projekte und da gibt es auch eine Abfahrt von der Nordbrücke und eine Auffahrt auf die Nordbrücke und die habe ich natürlich dann auch verwirklicht. Ist mir von der Seite nicht gleich gelungen, dann habe ich mir gedacht, gut, ich nehme es einfach von dieser Seite, gehe dann runter und schließe das an, drehe das Ganze um und fertig. Dann habe ich kurz überlegt, wie mache ich jetzt die Straße weiter? Möchte ich da mehrere Straßen haben oder lasse ich das so und habe mich dann dafür entschieden, dass ich da so einen Teil drunter mache, das Ganze mit dem hier verbinde. Die Bushaltestelle natürlich wieder zurückgeben und das wollte ich dann auch abreißen. Dann habe ich noch den Teil nach dem Franz Jonas-Platz Richtung Floridsdorfer Markt. Da ist so ein Marktbereich. Ich habe mir gedacht, ich ziehe dann da auch noch ein paar Straßen. Ich sperre das Ganze ab. Nehme die Ampeln dort weg, wo sie nicht sind. Das sind nämlich tatsächlich keine Ampeln. Und dann habe ich begonnen, rund um den Pius-Pasch-Platz ein bisschen zu basteln. Das Ganze dann nochmal abgerissen. Und wieder mit Farbe. Nicht mit Farbe, sondern mit Asphalt. Dann steht dort am Pius-Pasch-Platz steht die Kirche. Es ist eine moderne Kirche. Da gibt es leider keine so moderneren Kirchen. Und da habe ich mich entschieden, einfach die hinzusetzen, weil die weiß ist und die Originalkirche dort ist auch weiß. Dann war Gebäude zum Einkaufen. Einfach, dass das Ganze ein bisschen belebter wirkt.
da das ja Besuchermagneten mitbringt, können die Leute dann dort einkaufen gehen. Dann das Ganze ein bisschen mit moderneren Gebäuden versehen. So, und wir nähern uns jetzt dann gleich dem Ende der Timelapse-Folge. In diesem Sinne, ich komme gleich wieder zurück. So, und mit diesem Cut sind wir jetzt auch am Ende der Folge. Wir haben wirklich ordentlich was weitergebracht. Das Ganze mal als Experiment mit einer nachvertonten Timelapse. Das sind ja, wie gesagt, mehrere Stücke wurden zusammengeschnitten. Und schauen wir mal, wie das Ganze ankommt. Nein, es wird nicht jede Folge jetzt zukünftig so sein, denn das ist doch mit extremer Mehrarbeit auf, also mit extremer Mehraufwand, die ganze Arbeit. Aber es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und mit Blick auf das Krankenhaus Nord werde ich mich jetzt von dir verabschieden. Also wirklich gelungen. Ich denke, wenn man sich's von oben ansieht, beziehungsweise wenn man sich's Originalbild ansieht, dann finde ich, haben wir das relativ gut hinbekommen. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fever 2. Servus.